Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Hoher Gemeinderat, liebe ZuhörerInnen, die Bedeutung von Klimaschutz und die Notwendigkeit, auch und gerade mit politischen Entscheidungen, dem Klimawandel entgegenzuwirken, stellt ja niemand mehr in Frage. Ich traue mir sogar zu sagen, das geht gar nicht mehr, wie wir auch einige Beispiele gehört haben. Aber desto länger wir uns damit aufhalten, alleine die Wichtigkeit von dem Thema zu erörtern, desto mehr Zeit verlieren wir, wirklich wichtige Maßnahmen auch umzusetzen. Dass jetzt die Zeit zum Handeln ist, um die Frau Becks zu zitieren, wissen wir ja schon lange genug. Innsbruck wird die Klimakrise nicht alleine und schon gar nicht durch parteipolitische Spielchen lösen. Auch nicht, wenn jeder einzelne Innsbrucker und jede einzelne Innsbruckerin nur mehr mit dem Rad fährt und schon gar nicht, indem vereinzelt Autos aus der Innenstadt verbannt werden, so gut diese Maßnahmen im Detail auch sein mögen. Und wir brauchen nicht noch mehr theoretische Konzepte, wie wir gehört haben, wurde gestern wieder eines beschlossen, sondern wir brauchen konkrete Maßnahmen. Wir müssen ohne Frage auch in Innsbruck unseren Beitrag leisten, aber das in Zusammenarbeit mit allen anderen Regionen, Städten und Gemeinden in Österreich und in ganz Europa und vor allem, indem wir schauen, was wir für konkrete Verbesserungen vor Ort umsetzen können. Um Klimaschutz in Innsbruck groß zu schreiben, braucht es keine weiteren ideologischen Diskussionen, die zum Teil über kontroverse Verkehrsmaßnahmen. Was es braucht, sind rasche Umsetzungen von Beschlüssen, die zum Teil bereits mit großer Mehrheit hierinnen in diesem Gremium umgesetzt worden sind oder noch umgesetzt werden, beschlossen worden sind oder noch beschlossen werden. Sei es die klimaneutrale Gestaltung des Stadtmagistrats, die Errichtung von umfassenden und sicheren Fahrradabstellmöglichkeiten im gesamten Stadtgebiet, die bessere Nutzung des Zugschienennetzes, das ja durch unsere Stadt geht, zum Beispiel durch die Erweiterungen der S-Bahn-Stationen oder aktuell die fußgängerfreundliche Gestaltung entlang des Kulturquartiers. Und das sind jetzt allein Beispiele von Anträgen, die wir in dieser Regierungsperiode eingebracht haben. Und da gibt es noch ganz viele weitere, die von allen Parteien hierinnen kommen. Davon sind natürlich einige Vorschläge bereits erfreulicherweise umgesetzt worden, aber es gibt auch noch viel mehr zu tun, wo nichts mehr im Weg steht und wo man nicht mehr lang drüber diskutieren muss. Wir von Für Innsbruck stehen schon immer dafür, dass man nicht Dinge groß ankündigt, sondern dass man sie umsetzt. Und nicht umsonst wurden auch unter unserer Führung bereits einige wichtige Bereiche in der Innenstadt in Fußgängerzonen umgewandelt. Das ist lange vor meiner Zeit, da war ich noch nicht einmal geboren und da hat Bürgermeister Nischer schon angefangen, den Buchgraben und den Franziskanergraben autofrei zu gestalten. Und unter weiterer FI-Führung dann ebenfalls die Maria-Theresien-Straße autofrei, was ja auch sehr kontrovers diskutiert worden ist, aber was jetzt ohne Frage eine große Verbesserung der Lebensqualität der Menschen vor Ort bringt. Auch die südliche Theresienstraße und die Meranerstraße und die Arnerstraße in der jüngeren Vergangenheit sind Erfolgsprojekte. Also wir brauchen nichts zu tun, es wäre noch nichts passiert und wir würden noch ganz am Anfang stehen. Dieser Ausbau der Fußgängerzone ist für uns auch zum Beispiel aktueller Anliegen gewesen bei der Vorplatzgestaltung vom Haus der Musik. Und da sieht man auch, dass was weitergeht. Aber dafür braucht es Gespräche und keine Provokationen. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und auch das Erfolgsprojekt Regionalbahn ist ja einer der Gründe, warum es jetzt überhaupt erst möglich ist, dass wir über zukunftsfitte Innenstadtgestaltung, was den Individualverkehr betrifft, diskutieren können. Weil wir bereits in der Vergangenheit Vorarbeit geleistet haben und Alternativen geschaffen haben, haben wir jetzt überhaupt die Freiheit, darüber zu reden. Weitere positive Beispiele ist, dass Innsbruck ja schon seit Jahren auf Niedrigenergie- und Passivhausbauweise setzt und auch da hier im Bau, weil es geht ja nicht nur um die Mobilität, gibt es auch noch ein riesiges Potenzial, was wir auch weiterhin nutzen sollten. Ein für uns aktuell sehr zentrales Thema, besonders im Hinblick auf die Energiewende, ist, dass man Photovoltaikanlagen auch in der Stadt noch viel besser nutzen kann, um bisher ungenutzte Fläche für die Energiewandlung einsetzen zu können. So fordern wir, dass die längst fällige Umsetzung der Einhausung der Autobahn im Westen von Innsbruck kombiniert wird und dort die Fläche genutzt wird, um durch Sonnenenergie auch Energie zu erzeugen, die nachhaltig ist und die erneuerbar ist. Das ist jetzt eines von wenigen Beispielen und da gibt es auch noch ganz viele weitere, die vielleicht nicht so plakativ sind wie manches andere, aber umso effektiver. Zum Abschluss möchte ich noch was sagen, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist bei diesem Thema. Und was mir sowohl als Gemeinderätin darinnen sehr wichtig ist, aber auch als junger Mensch, dieses ständige Geplänkel, wenn es um das Thema geht, einfach wahnsinnig stört. Klimaschutz ist kein politisches Marketingthema. Positionierung durch Abgrenzung, dass man immer nur hervorhebt, wo man sich von den anderen unterscheidet. Das mag vielleicht in einem Wahlkampf
nützlich sein. Das wird uns aber in der Sache selbst keinen Schritt weiterbringen. Bitte konzentrieren wir uns endlich, und zwar alle darinnen, dass wir Gemeinsamkeiten finden, dass wir Schnittmengen finden, weil gerade beim Thema Klimaschutz sind die definitiv vorhanden, und wirklich schauen bei diesem wichtigen Thema, das einfach zu wichtig ist, um uns jetzt immer nur auf diesen rhetorischen Austausch zu befinden, wo wir aktuell sind, und uns über die Zeitung aussichten zu lassen, wer besser oder wer schlechtere Konzepte hat. Wir hätten genug Schnittmengen, wir hätten genug Überschneidungen, und bitte nutzen wir die auch. Danke.